Hallo und Dobrodošli, das heißt herzlich willkommen auf Bulgarisch zu unserem neuen Video. Hier ist euer Freiheitstroll und heute nehmen wir euch noch einmal mit in das wunderschöne Alanya, wo wir eine längere Zeit im Januar und Februar 2023 verbracht haben. Das Video heute ist eine Fotostrecke mit sehenswerten und schönen Plätzen in Alanya, wie zum Beispiel das alte Alanya fernab vom Tourismus oder auch noch einmal der atemberaubende Ausblick von der Festung oberhalb der Stadt. Während ihr euch die Fotos anschaut, erzähle ich euch noch ein bisschen über die bewegende Geschichte der Stadt und eventuelle Versprecher bitte ich zu entschuldigen. Das genaue Datum der Stadtgründung liegt im Dunkeln und man vermutet, dass hier schon Höhlenmenschen sozusagen ihre Ferien verbrachten. Die ersten Knochen- und Steinzeitfunde stammen aus der Altsteinzeit, ungefähr 20.000 bis 17.000 Jahre vor Christi. Es folgten einige geschichtliche Erwähnungen, unter anderem von dem Geschichtsschreiber Strabon, über dessen Leben wenig bekannt ist. Man nimmt an, dass er griechischer Abstammung war. Er reiste viel und beschreibt Alanya als schwer zugängliche und uneinnehmbare Siedlung. Das war im ersten Jahrhundert vor Christi. Antiochos III. Wollte im Jahr 999 vor Christi im Zuge seines Einfalls in die Region Kilikien die Stadt, die damals Khorazesum hieß, einnehmen. Die Bewohner wehrten sich aber vehement und gründeten eine langanhaltende Piratentradition, sodass die Stadt vom Mittelmeer und von der Landseite uneinnehmbar wurde. In dieser Zeit wuchsen die Städte an der heutigen türkischen Riviera zu gefürchteten Piratenstützpunkten. Der Piratenkapitän Diodotos Tryphon erklärte die Stadt Alanya bzw. Khorazesium zu seinem Hauptquartier. In den heute von den Touristen so beliebten Höhlen versteckte er Geiseln, bis das Lösegeld gezahlt wurde, und natürlich hatte er auch dort seine Schatzkammer untergebracht. Im Jahr 75 vor Christi unterlief den Piraten ein folgenschwerer Fehler, denn sie entführten keinen anderen als Julius Caesar. Nachdem das Lösegeld gezahlt und Caesar freigelassen worden war, unternahm der Feldherr Pompeius einen Rachefeldzug für Caesar und eroberte mit einer großen Flotte und ausreichend Soldaten in kürzester Zeit die Stadt. Nach der Ermordung Caesars im Jahr 44 vor Christi erlangte Marcus Antonius die Herrschaft über das Oströmische Reich. Und hier begann eine der berühmtesten Liebesgeschichten in der Antike. Denn Marcus Antonius und Kleopatra, die Königin von Ägypten, waren ein Liebespaar und zur Hochzeit machte er ihr die Stadt Alanya zum Geschenk. Daher heißt einer der wunderschönen Strände auch Kleopatra-Strand, weil sie hier angeblich mit ihrer Flotte gelandet ist. Die Flitterwochen sollen 100 Tage gedauert haben. Kleopatra ließ die Zedernholzwälder rund um die Stadt fällen und nach Ägypten bringen, wo man Schiffe für ihre Kriegsflotte daraus baute. Nach dem anschließenden Krieg und dem Selbstmord des Paares übernahm Octavius die Herrschaft über das Land und über die Stadt. Danach wurde es ruhig um die Stadt und es ist kaum etwas überliefert. Im Jahr 1207 eroberten die Seldschuken unter dem Sultan Kekubad I. die Festung. Darüber habe ich ja schon ausführlich in dem Video über die Festung von Alanya berichtet. Eins sei hier noch angemerkt: Der Sultan nannte die Stadt damals Alair. Um 1471 übernahmen die Osmanen die Gegend und dann gehörte Alair ab 1571 zu Zypern, ab 1864 zu Konya und seit 1868 zu der Provinz Antalya. Zu ihrem Namen Alanya kam die Stadt durch einen falschen Funkspruch im Jahr 1933, der die Anreise von Mustafa Kemal Atatürk in der Stadt bekannt geben sollte. Der Funkoffizier morste statt Alair Alanya. Mustafa Atatürk gefiel der Name so gut, dass er darum bat, den Namen für die Stadt beizubehalten. Und so geschah es dann auch. Das war ein kleiner Überriss über die Geschichte Alanyas. In dem Video sieht man auch wieder die großen Stoffteddybären, mit denen nicht nur ein ganzes Haus, sondern auch ein Restaurant dekoriert sind. Hier hat irgendjemand ein Faible für Teddybären und ich fand das echt großartig. Darum haben wir die Fotos mit eingebaut in unser Video. Am Ende noch ein kleiner Film über die Wellen am traumhaften Mittelmeerstrand. Es war ein schöner und interessanter Aufenthalt in Alanya. Und insgeheim träume ich jetzt schon davon, noch einmal hierher zurückkehren zu dürfen. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
Und tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Martina, aka der Freiheitstroll.